Zu Gast heute im Studio Werner Altnickel, ehemaliger Greenpeace-Aktivist, Solarpreisträger, mehrfacher, unter anderem Euro-Solarpreis 1997. Werner, herzlich willkommen hier im Studio. Ja. Werner Altnickel hat uns sehr viel schon bei Recherchen zur Seite stehen können und uns sehr, sehr wertvolles Material auch zur Verfügung stellen können. Werner, ich freue mich, dass du wieder im Studio bist. Ja. Sag mal ein bisschen was selber zu deinen Aktivitäten noch. Ja. Also, ich bin 57 Jahre alt, Vater von 5 Kindern, die auch Mitgrund waren, warum ich aktiv wurde. Hab 1987 angefangen, mit Mütter und Väter gegen atomare Bedrohung mitzumachen, wie Tschernobyl also in die Luft flog. Hab dann 1987 mit Greenpeace-Arbeit begonnen. Hab die Greenpeace-Gruppe Oldenburg von 87 bis zum Jahr 2000 geleitet und habe also etliche, ja, Pressebeiträge für und mit Greenpeace gemacht. Hab das Thema Solar gepusht, weil ich gesagt habe, es reicht nicht nur auf AKWs zu krabbeln, sondern man muss auch Alternativen bieten. Und daraus resultierte dann eben, dass ich also ein autarkes System bei mir installiert habe, wo ich meinen Fernsehladen, den ich dazu mal hatte, mein privates Haus und mein Elternhaus autark versorgt habe, zu 90% mit Solarenergie, samt kleinen Elektroautos und so weiter. Und dafür habe ich also diese Preise bekommen. Werner, Tschernobyl, also wir hatten ja im Vorfeld mehrere Recherchen gemacht und du bist dann weitergegangen und bist im Bereich der Hochfrequenztechnologien gelandet und hast dementsprechend auch eine Fährte nach Tschernobyl gefunden. Also der Reaktorunfall, wie man gesagt hat, da steckt also wesentlich mehr hinter. Werner, in diesem Zusammenhang, wenn man von Hochfrequenztechnologien spricht, was ist Ja. das? Ja, wir kennen es im Haushalt ja, Mikrowellenherd, Handys, jede Kommunikation im Prinzip, die drahtlos vollzogen wird, ist ja erstmal eine hochfrequente Wellenstrahlung. Der Ton zum Beispiel, den wir im Radio hören, ist ja aufmoduliert, das heißt, der reitet auf einer Hochfrequenzwelle. Das alles ist Hochfrequenz und wer heute also ein digitales Telefon benutzt, hat dann eben gepulste Wellen, das heißt, das sind scharfkantige Wellen, denen dann also die Information aufgeprägt wird, was also eine bessere Information und eine höhere Qualität ergibt. Diese Dinge gibt es aber auch in ganz anderen Bereichen und also um jetzt mal auf Tschernobyl zu kommen, gibt es ja sogenannte Skalarwaffen, es gibt Skalarwellen generell. Vielleicht mache ich da mal einen Abriss, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar, wie die Deutschen besiegt wurden von den Alliierten, haben die russischen Streitkräfte deutsche Militärtechniker mitgenommen, die damals schon Zweistrahlradar entwickelt hatten. Diese Technik wurde dann in der UdSSR weiterentwickelt und die haben also verschiedenste Experimente dann damit gemacht. Man kann diese Wellen nutzen, um über Antennen Signale abzusenden, um also A, damit Wetterbeeinflussungen zu betreiben. Man kann dadurch Erdbeben erzeugen. Man kann aber auch das mentale Verhalten von Menschen großflächig oder kleinflächig, je nachdem, wie die Antennen eingesetzt werden, beeinflussen. Wenn ich das kurz unterbrechen Ja. darf, also diese sind ja bekannt geworden unter vielen Leuten jetzt im Moment unter dem Begriff HAARP. Ja. Durch diese Bücher von Nick Begich und Gene Ja. Manning, Angels Don't Play These HAARP, Ja. wo jetzt inzwischen weitere Recherchen ja auch vorliegen. Aber das hat ja schon wesentlich früher angefangen. Ja, deswegen fing ich immer im Zweiten Ja. Weltkrieg an. Und die Russen haben also mit diesem System dann verdeckt gearbeitet. Die Amerikaner haben also zu Anfang da gar nichts von gemerkt, mit was es da auf sich hat. Die haben nämlich ihre normalen Radarantennen dann quasi in einer Doppelfunktion genutzt für diese Skalarwellen. Und haben also großflächig dann Amerika schon angefangen zu bestrahlen. Das erste, wo also die Amerikaner dahinter kamen, was irgendwas nicht ganz geheuer zuging, war also die Bestrahlung der amerikanischen Botschaft in Russland, wo die Leute punktuell dann quasi auch damit bearbeitet Ja. haben. Das sind im Prinzip alles ähnliche Wellen, aber eben verschiedene Stärke. Also ich nehme das jetzt mal raus, also dieser menschenbeeinflussende Teil. Denen kam also dann, denen fiel auf, also den Amerikanern, dass dann, wenn die zu Verhandlungen gingen, die Leute also ziemlich desorientiert waren, Ja. teilweise auch müde. Einmal ist es sogar vorgekommen, dass die Russen also den Strahlungspegel so hoch gedreht haben, dass also dann einem der Diplomaten da also dann Blut aus der Nase und den Ohren lief. Ja, wann war das, Werner? Das ist schon in den 60er Jahren passiert. Ja. Und daraufhin hat Amerika dann noch interveniert und gesagt, also da ist irgendwas, lass das sein. Die haben es aber nicht sein gelassen. Auch um zu testen, ob die Amerikaner überhaupt auch auf diesem Gebiet forschen, was sie zu der Zeit noch nicht so taten.
Weil wenn sie dann entsprechend stark schon geforscht hätten, hätten sie auch ein Gegenmittel gefunden dafür. Abschirmung oder Gegenwellen oder mögliche Dinge. So, der Thomas Burden, also Leutnant-Colonel der amerikanischen Streitkräfte, hat also sehr früh gewarnt. Das ist also ein Skalarspezialist, der selbst auch Bücher geschrieben hat, auch Internetseiten kann man da nachlesen, der selbst Patente auch hält zu Skalartechnologie. Also auch freie Energie, das Schlagwort spielt mit in diesen Bereich herein, worauf wir aber heute ja nicht näher eingehen. Also das ist ein hoher Spezialist, der also auch der sehr früh darauf hingewiesen hat, dass da gewaltige Gefahren am Gange sind und dass eben diese Waffen schon sehr früh eingesetzt wurden. Ja, die haben also angefangen in den 70er Jahren, dann beim 200-jährigen Unabhängigkeitstag der Amerikaner auch noch witzigerweise, das sogenannte Woodpecker-System in Kraft zu setzen. Woodpecker, also zu Deutsch Specht, wurde es deswegen genannt, weil die Amateurfunker dann Störsignale registrierten, die sich so anhörten, wie also ein Specht auf dem Baum herumklopft. Also so in der Art brrrt und dann wieder eine Pause und dann wieder brrrt. Also und Ja. deswegen Spechtsignal. Mit diesem Spechtsignal haben sie dann eben schon über Amerika weite Zonen versucht zu beeinflussen. Was ihnen auch gelungen ist. Das wurde von Amateurfunkern wurde das auch festgestellt, Richtig, dieses Signal. die haben also diesen Namen quasi dem Ja. System gegeben, ne? Also eben Skalarsystem. Das wurde also dann weiter verfeinert von UdSSR-Seite. Und die haben dann immer größere Anlagen gebaut. Die hatten bei Moskau auch schon mal eine Anlage. Und später, wie also die Tschernobyl-Reaktoren da entstanden, wurden also neben Tschernobyl dann erstmal 7 Anlagen installiert, die also dann diese starken Signale schon aussendeten. Wohlgemerkt, man kann also Wetterbeeinflussung damit machen, man kann Erdbeben erzeugen, man kann eine ganze Menge mentaler Änderungen des Gemütszustandes herbeiführen. Ja, was ist jetzt bei Tschernobyl passiert? Man war, das ist nicht von mir, sondern das habe ich Informationen von verschiedenen Seiten bekommen, die wir auch versucht haben zu verifizieren über russische Quellen. Und die haben das bestätigt. Es ist also so gewesen, dass also mal wieder ein Versuch gestartet wurde, um Erdbeben im Bereich von Los Angeles und einer weiteren Stadt in den USA anzuregen. Und das haben die Amerikaner, die waren dazu mal aber dann schon so weit, dass sie gemerkt haben, was da vor sich geht. Und haben dann mit irgendeiner Technik dagegen gehalten. Also sie sagen, mit Hilfe eines befreundeten Staates, was vermutlich Israel war, weil die auch sehr weit sind in solchen Techniken. Und dann ist es dazu gekommen, dass es also zu einem Rücküberschlag kam. Man muss sich das so vorstellen, also wir zeigen ja nachher nochmal im Film ein paar kleine Skizzen, dass wenn diese Welle abgestrahlt wird, eine Rückreflexion stattfindet oder stattfinden kann und diese Energie, die an sich bestimmt ist, dann weit entfernt zu landen, dann zurückkommen kann, wie ein Bumerang. Dafür sind bei diesen Anlagen also Sicherungselemente schon eingebaut gewesen, weil die auch mit sowas gerechnet haben. Aber es hat eben da einen Rückschlag gegeben, der also nicht hundertprozentig gut abgeleitet wurde. Und dieser Rückschlag ist dann quasi in die Erde gegangen und hat dazu geführt, dass es also einen großen Unfall in Tschernobyl an diesem Tage gab. Wo stand die Anlage? Direkt in Tschernobyl oder Die weiß man Anlage das? steht selber ein Stück vor Tschernobyl. Ich bin also auf diese ganze Thematik gekommen durch einen Zeitungsbericht von Professor Lengfelder vom Otto-Hux-Strahlen-Institut in München, der öfter Fahrten macht, um den Leuten, den Betroffenen, Kranken und so weiter dahin zu helfen. Nimmt auch oft Journalisten mit, um diese Thematik immer mal wieder in die Presse zu bekommen. Der macht das alles, soviel ich weiß, also auch größtenteils ehrenamtlich, also sehr honorabler Mensch. Arbeitet auch mit dem also mit den internationalen Ärzten gegen den Atomkrieg zusammen. Und in diesem Zeitungsbericht wurde geschildert von einem der Journalisten, der mitgefahren war, dass sie, bevor sie Tschernobyl erreichten, sie plötzlich an einem riesigen Antennenfeld vorbeikamen. 100 bis 150 Meter hohe Antennen, 600 Meter lang, 2 Reihen, abseits der Straße. Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn das? Ne? Gesagt, ja, halten Sie doch mal an. Der Busfahrer wollte das dann gleich knipsen und alles. Aber also die wollten da nicht anhalten, also anscheinend aus bestimmten Geheimhaltungsgründen auch. Aber Herr Lengfelder hat dann eben gesagt zu den Journalisten, das ist das Gegenpendant zum Krieg der Sterne der Amerikaner, also zum sogenannten Star Wars-Programm, um eben ja, mit Skalarwaffen zu arbeiten.
Und es sollten, und das war auch seine Aussage in dem Artikel oder von dem Journalisten halt, es sollten weitere, also insgesamt 16 Reaktoren entstehen in Tschernobyl zum hauptsächlichen Energiebedarf dieser riesigen Antennenanlagen. Die Natur erobert Baum für Baum das Gelände zurück. Der Schlagbaum der Sperrzone hebt sich nur für die Weiterfahrt in die nächste Sperrzone. Verstrahlt ist der überall schnell wachsende Wald, wie auch der Wald von Strommasten, der nicht eingeschmolzen werden kann, weil der Stahl radioaktiv bliebe. Über die Masten floss früher Strom für Haushalte und Industrie, aber auch für die Hochfrequenz-Raketenabwehranlage, mit dem die Sowjets US- und NATO-Raketen eliminieren wollten. Ihre Elektronik ist durch die Katastrophe zerstört. Sie ist wie alles hier zu einem Grabstein erstarrt. Das ist natürlich ein Hammer, nicht? Also diese Sachen, da war das ja eben auch schon 20 Jahre her, so, ja. 21. Nicht? Und ja. Was ist da passiert dann? Wie ging das Ding weiter? Was gibt's da für Informationen, Werner? Man muss sich ein bisschen wundern über die öffentliche Darstellung. Es ist so, es gibt ja immer wieder bei den Tschernobyl-Tagen und im letzten Jahr verstärkt gab es ja sehr viele Filme zum 20-jährigen Trauertag quasi von Tschernobyl, wo immer wieder die alte Geschichte wiedergekäut würde. Die hätten also da ein Experiment dergestalt gemacht, der Reaktor wurde heruntergefahren, ne? Und im Rahmen dieses Runterfahrens ja. gab es dann eben einen Stromausfall und demzufolge ist das Ganze dann geschehen. Dem widerspricht also ein Film, der damals, ich meine, von den Dänen zusammen in Zusammenarbeit mit Arte gemacht wurde, der 98 ausgestrahlt wurde, wo Wissenschaftler sagen, dass es bevor also dieser Reaktor in die Luft ging, es also ein 20-sekündiges Erdbeben gab. Und vor diesem Erdbeben also eben auch Lichtblitze bläulicher Art. Die Rohre der Anlage waren wie durchgeschnitten mit einem Schneidbrenner, wie einem ja. elektrischen Schneidbrenner. Wir wissen ja aus anderer Thematik, dass also solche Waffensysteme ja auch existieren, wo man heute Autos mit durchschneiden kann und was weiß ich alles, was auch ein Kriegseinsatz ist. Aber das wird uns eben nicht erzählt. Das heißt, beide Staaten waren und sind bis heute anscheinend zu einem Übereinkommen gekommen, samt der internationalen Atomenergieaufsichtsbehörde, dieses, ich sag mal mit Verlaub, Märchen der Weltbevölkerung mitzuteilen. Weil wenn die uns und den ganzen Bevölkerungen, die ja mit ihren Steuergeldern für diese hübschen Systeme bezahlen, mitteilen, mit was für ungeheuerlichen Dingen die da spielen und welche ungeheuerlichen Gefahren das dann eben auch hat, wie man ja gesehen hat, würde, glaube ich, eine ziemliche Revolte losbrechen. Wurden ja bestimmte Dinge bekannt, weil sie dann auch nicht mehr der Geheimhaltung unterlagen. Der KGB hat damals also streng vorgegeben, was zu sagen ist der Weltöffentlichkeit. Man munkelt von Tschernobyl, dass da wesentlich mehr an Strahlung freigelegt wurde damals, also wie ja. das zugegeben wird. Was hast du da für Informationen? Ja. Also es sieht genau umgekehrt aus wie die offizielle Darstellung. Die offizielle Darstellung besagte, dass nur 4% des radioaktiven Inventars freigesetzt worden sein sollte. Das widersprach diametral den Messungen, die über ganz Europa gemessen wurden, weil dann hätte man diese großflächige Verstrahlung gar nicht hingekriegt, mit 4% nur. Ja? Also aus diesem Film geht ganz klar hervor, dass es genau umgekehrt wohl war. Das heißt, in dem Moment dieses Impacts, also wo, was ich jetzt annehme oder eben unterstelle, also diese Skalarwelle da zurücklief, ist das radioaktive Inventar durch die Strahlungsenergie schlagartig so hoch aktiviert worden, dass das wie aus einem Kanonenrohr quasi das 96% des Inventars rausgeflogen ist. Und das sagen auch diese russischen Wissenschaftler. In dem Film wird also zum Beispiel werden Bilder gezeigt, wo Leute also ohne Schutzanzug unten direkt herumkrabbeln. Ja. Und die würden also mindestens so stark verstrahlt werden, dass sie gesundheitliche Schäden hätten. Ja. Und sie sagen in dem Film, die sind also bis heute gesund. Ja. Die waren im Reaktor selber auch, oder? Also jetzt anschließend, nachdem der hochgeflogen ist, wurde er ja umhüllt mit also einer Betonhülle und danach ist man dann ja da reingekrabbelt und hat gefilmt. Ja. Und da fliegen also auch Tauben rum. Das heißt, das ganze Ding ist auch gar nicht dicht.
ist auch gar nicht nötig in dem Sinne, weil das, was man uns erzählt hat, ja, dass da noch 200 Tonnen radioaktives Material, hochradioaktives drin sein soll, ist nicht mehr drin. Ja, das ist nicht mehr, klar, wenn es raus ist, wenn da über 96% raus ist, aber wo kommen dann die Toten her? Einige sind ja tatsächlich an Krebs und solchen Sachen gestorben. Ja, das ist ja nicht weg. Ja? Ich meine, es ist ja rausgeflogen und ist dann natürlich wieder runtergerieselt, ja? Durch Auswaschung und so weiter. Ja. Man hat ja, also wie die Wolke unterwegs war, hat man ja das künstlich zum Abregen gebracht, also auch durch künstliche Wetterbeeinflussung letztendlich, indem man also Silberjodid über diesen radioaktiven Wolken gestreut hat, damit die vor Moskau sich abregnen. Sonst hätte man in Moskau also wesentlich mehr... Ja, gab es kürzliche Informationen auch für im Hintergrund. Ja, das wurde auch sehr früh schon zugegeben, solche Dinge, damit das abregnete halt. Und die Leute in der Umgebung, ist klar, die haben das grob schon abgekriegt. Ne? Also mit Zeitverzögerung teilweise und je nachdem, wie der Wind jetzt steht, kommt das Zeug dann ja runter. Ne? Ja, wir wissen ja inzwischen, dass diese Sachen ja auch großflächig zur Wettermanipulation eingesetzt werden und auch zum militärischen Missbrauch. Und das ist ja das, wo Nick Biggish also immer wieder sehr, sehr eindeutig darauf hinweist und auch warnt. Also man kann mit diesen Sachen wohl auch Wunderdinge zaubern, aber das in den richtigen Händen. Nicht? Genau. Also, so ist es eben halt und im Moment ist es also wirklich, dass da wirklich, also wollen wir so sagen, sehr, sehr viel Schindluder mitgetrieben wird und also wirklich im höchsten Maße die Vernichtung auch vorangetrieben wird. Nicht? Die ganzen Aktivitäten sind natürlich Militärs und Politikern und den Geheimdiensten nicht ganz verborgen geblieben, das ist ganz klar. Und es hat also zum Beispiel 1998 schon also eine Anhörung stattgefunden in der EU mit dem Ziel, diese Dinge weltweit zu ächten, also verbieten zu lassen. Und dabei hat eben Nick Biggish also einen Vortrag gehalten als Sachverständiger eben, weil der sich sehr früh mit dieser Thematik beschäftigt hat, weil er wohnt auch in der Nähe von Gakona, Alaska, wo die Amerikaner ihre Anlage stehen haben. Und in diesen Papieren der EU, die man sich auch bestellen kann, die sind abrufbar nach wie vor, wird eben gesagt, dass man eben zu dieser internationalen Vereinbarung kommen könnte, wegen dieser ganzen Gefahren. Also Wetterbeeinflussung sind da genannt, mentale Beeinflussung von Menschen sind genannt. Also die ganzen Dinge, die als Gefahren eben über uns schweben, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder durch uns hindurchgehen, durch die Straße. Die auch tatsächlich praktiziert werden, wie man inzwischen weiß. Leider praktiziert werden, weil Amerika war nicht bereit, auch nur zu erscheinen zu der Anhörung oder zu den Gesprächen. Sie waren schlicht und ergreifend nicht interessiert. Ja. Wie viele Standorte gibt es inzwischen von Hab-Technologien? Es ist ja zahlreich, was da an Projekten auch ins Leben gerufen wurde. Ja. Und dann sind die Deutschen ja auch mit dran beteiligt. Ne? Also. Ja, das Problem ist, nennt man jetzt alles Hab-Technologien. Nicht? Also es gibt natürlich Großanlagen, also die Russen haben mehrere Anlagen dieser Güte stehen, die Amerikaner, die größte ist eben in Gakona, Alaska, was die größte der Welt sein soll, wo sie also mit mehreren Milliarden Watt die Stratosphäre bestrahlen. Wir sind ja auch noch gar nicht drauf eingegangen, also was da überhaupt stattfindet. Also was offiziell zugegeben wird, ist eine Verbesserung des Funkverkehrs. Ja. Früher hat man mit Langwellensendern gearbeitet. Manche Leute haben teilweise an der Küste auch diese riesen Antennenanlagen gesehen. Die sind inzwischen abgebaut worden, weil man heute eben diese Skalartechnik hat. Man kann also mit diesen Skalarwellen auch bis tief in die See rein Funk übertragen. Sie können also bis in die letzte Höhle, 100 oder 500 Meter in die Erde hinein, können Sie auch Funkverkehre übertragen, auch mit besserer Qualität als es früher. Sie können auch Gesteinsformationen feststellen. Genau. Sie können also quasi die Erde durchleuchten, wie mit einem riesen Röntgengerät im Prinzip. Das ist ja auch artverwandt, also Röntgentechnik ist ja ähnlich. Sie können feststellen, wo Erdöl liegt, welche Formationen überhaupt da sind, also alle möglichen, wo man erstmal sagen könnte, gut, das sind ja auch positive Anwendungen oder können positive Anwendungen sein. Wie bei jeder Erfindung, ja, der Wissenschaftler, der es entdeckt, nicht immer gleich an das Böse denkt, sondern vielleicht erstmal an die positiven Auswirkungen. Man kann ja sogar mit diesen Strahlen auch Menschen heilen. Nicht? Also auch das wird ja unterdrückt. Nicht? Das wäre das Positive, vielleicht haben wir nachher noch Zeit, da ein paar Takte drüber zu reden. Vorwiegend greift sich das Militär immer diese Dinge, hält sie der gesamten Bevölkerung vor,
ne? Und macht damit eher dunkle Dinge als positive. Ja, und die dunklen Dinge offenbaren sich ja. Man weiß ja inzwischen, dass da also bestimmte Strategien also direkt auch über diese Hochfrequenztechnologien durchgeführt werden. Mhm. Unter anderem auch mit im Zusammenhang eben mit militärischen Strategien. Also auch Wetterbeeinflussung, auch mentale Beeinflussung. Unter anderem wird ja auch Computersimulationen mit solchen Sachen forciert. Nicht? Also man, es gibt ja Mittel und Wege, wo man ja auch das Militär führen und leiten kann über diese Frequenztechnologie. Richtig, also das wäre jetzt ein weiterer Weg. Man kann mit diesen Strahlen, also erstmal zu Anfang ist es so, man bestrahlt die Ionosphäre mit diesen Wellen. Die Ionosphäre ist ja also eine leitende Schicht um die Erde herum. Funkverkehre werden also rund um die Erde per Kurzwelle, Mittelwelle und so weiter gar nicht möglich ohne diese Ionosphärenschicht. Man muss sich das so vorstellen, es wird also quasi ein Sendestrahl in die Ionosphäre gestrahlt und die reflektiert das wieder zurück. Und der Strahl läuft dann um die Erde herum, je nach Frequenz. Ja. Man kann aber auch Folgendes machen, und das ist das, was also schwerpunktmäßig auch aus den Patenten hervorgeht, die uns alle vorliegen. Man bestrahlt die Ionosphärenschicht so stark mit sehr hoher Energie, dass sich also eine Wölbung ergibt. Das heißt, durch die Aufheizung der Ionosphärenschicht wölbt die sich also wie eine Blase und kann dann mit anderen Strahlen wiederum in diese Blase hineinstrahlen und das wie eine Art Hohlspiegel verwenden. Dass es also hin und wieder zurückgeht. Und über diese Techniken können Sie also dann sehr weit entfernte Punkte der Erde eben auch erreichen. Es existieren Patente, die sagen, man kann dadurch auch Explosionen von nuklearen Ausmaßen herstellen. Also ohne Strahlung wohlgemerkt. Das ist jetzt der Vorteil fürs Militär. Sie könnten rein theoretisch große Vernichtungen anrichten mit diesen Dingen und anschließend das Gelände wieder besetzen. Wenn Sie Atombomben bewerfen, können Sie das Gelände ja nicht gleich besetzen, weil alles verstrahlt ist. Ja. Ja? Ich meine, ob das nun humaner ist, ist eine ganz andere Frage. Aber diese Techniken existieren und diese Patente existieren. Ja. Und man kann also sicher sein, dass das auch zumindest angedacht wird, im Konfliktfall anzuwenden. Ja? Und die Ionosphäre, abschließend nochmal gesagt, ist doch nichts anderes wie der Schutzmantel dieser organischen Zelle. Das ist eine der Schutzmäntel, die wir haben um die Erde. Wenn man die Erde vergleicht mit einem Embryo, ist es ja so, dass man sagen könnte, das ist die Fruchtblase, die sehr verletzlich ist. Ja? Oder eine der Fruchtblasen. Wir haben ein mehrschichtiges System. Wir haben also einen magnetischen Schutzschirm. Wir haben also die Ozonschicht, die bestimmte Partikel abmildert oder abfängt. Und diese ganzen Hüllen, die wir um die Erde haben, sollten tunlichst nicht angetastet werden. Richtig. Weil wir spielen wirklich mit dem Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn diese Hüllen angetastet werden, und sie sind ja angetastet worden, man hat in 1958 schon Atombombenexplosionen in der Ionosphäre stattfinden lassen, um die künstlich die Ionosphäre auseinanderzureißen, solch ein Wahnsinn. Diese ganzen Dinge haben dazu geführt, dass also Ozonlöcher entstanden sind und so weiter. Auch die Habanlage und die russischen Anlagen und auch andere Staaten, die damit rumexperimentieren, reißen weitere Löcher da oben hinein. Wir kriegen eine weitere Erwärmung der unseres Klimas hier auch durch den gesamten Elektrosmog. Ja? Wir bekommen noch ein weiteres Problem. Jeder Fernsehtechniker kennt eine sogenannte Entmagnetisierungsspule. Wenn der Fernseher magnetisch ist, dann gibt es ganz komisch bunte Bilder. Dann hält man also eine Entmagnetisierungsspule davor, wo Wechselstrom durchgeschickt wird, entfernt sie langsam und dann ist das wieder das Magnetfeld wieder weg. Durch die riesigen Magnetfelder, die wir sowieso ständig freisetzen, also dazu gehören auch Überlandleitungen und alles Mögliche, ja. Es ist eine zahlreiche Problematik. Haben wir ständig eine Durchschüttelung des Erdmagnetfeldes auch, ja. Und auch diese Dinge spielen eine Rolle. Also wir kriegen Reaktionen des ganzen Ökosystems durch diese Dinge. Auf diesem Satellitenfilm sehen wir ein großes Gebiet mit seltsam feststehenden Wolken. So kann man unter anderem hier und hier Wellen und Rippen erkennen, die fest an ihrem Platz bleiben, ganz wie festgehalten. Oder gerade hier produziert. Von unten betrachtet sieht das Ganze dann so aus. Die Wolkenbänder weichen nicht von der Stelle. Mehr noch. Man kann die Welle förmlich sehen, die in dieses Bild passen würde. Wellenbereiche mit unterschiedlichen Drücken könnten diese Wolke hervorrufen.
Temperatur bleibt über viele Stunden so stabil, dass wir unsere Welle unverändert einfügen können. Guten Tag, meine Damen und Herren. Neue Daten weisen darauf hin, dass das Erdbeben in Japan möglicherweise durch ein HAARP-Programm ausgelöst worden sein könnte. Aktuelle Untersuchungen des Goddard-Raumfahrtzentrum der NASA im US-Bundesstaat Maryland verweisen auf merkwürdige atmosphärische Anomalien über Japan, nur wenige Tage vor dem schweren Erdbeben und dem nachfolgenden Tsunami am 11. März. Eine scheinbar nicht erklärliche rapide Aufheizung der Ionosphäre direkt über dem Epizentrum erreichte laut Satellitenbeobachtungen nur 3 Tage vor dem Beben ihr Maximum. Das könnte darauf hindeuten, dass möglicherweise gerichtete Energie, die im HAARP-Programm verwendet wird, für die Auslösung des Erdbebens verantwortlich war. Weitere Hintergrundinformationen über die Zusammenhänge in einem ausführlichen Artikel bei www.kop-online.com. Vor dem schweren Erdbeben, das Japan am 11. März erschütterte, sind die Temperaturen in der irdischen Hochatmosphäre deutlich angestiegen. Das berichtet eine amerikanische Forschergruppe. Die höchsten Werte seien wenige Stunden vor dem Beben erreicht worden, so die Wissenschaftler vom NASA Goddard-Raumflugzentrum. Ähnliches wurde im vergangenen Jahr beim Beben in Haiti registriert. Die Wissenschaftler suchen nun die Frage zu beantworten, inwieweit atmosphärische Anregung zum Auslöser von Beben werden kann, wie auch HAARP-Kritiker erklären. Die neuen Erkenntnisse zeigen offenbar, dass Erdbeben und Hochatmosphäre tatsächlich in einer physikalischen Wechselbeziehung stehen. Auch hier finden Sie weitere Informationen bei www.kop-online.com. Soweit die Kop-Nachrichten. Russische Wissenschaftler beschuldigen die USA, schuld an der zurückliegenden Hitzewelle in Russland gewesen zu sein. Das meldet das Internetportal Russland Aktuell. Hitze, Smog und Feuer, die tausende Menschenleben gefordert hatten, seien künstlich in Alaska verursacht worden. Dort soll das kleine Forschungszentrum HAARP Strahlen in den Weltraum geschossen haben. Diese Strahlen seien in der Lage, die Ozonschicht zu ionisieren. Damit die Waffe zielgerichtet angewendet werden könne, würden die Strahlen mit Hilfe amerikanischer Satelliten dort wieder zurück auf die Erde geschickt, wo sie für amerikanische Zwecke gebraucht würden. Werner, herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass wir uns mal wieder unterhalten durften. Ja. Bis demnächst, würde ich sagen. Ja.